Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil. Wir mussten hier runter, weil hier ist eine Tür, da gehen wir jetzt rein und dann habe ich leider schon ein bisschen weiter gestimmt, dass ich gecheckt habe, dass das ein neuer Bereich ist, aber ich habe jetzt schon die Monster gekillt, die jetzt hier gerade waren. Aber nichtsdestotrotz, das Rätsel müssen wir trotzdem noch lösen und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. So, hier gehen wir jetzt rein, hier waren jetzt gerade ein paar Monster, wir müssen jetzt hier diese Dings anzünden. Die Fackeln. Na, brennst du schon? Und jetzt noch den anderen einfach dagegen hauen. Dann dürfte das alles kein Problem sein. Na, wo ist er denn? Ja. Na los, dürfte doch nicht so schwer sein, oder? Müssen wir gegenschießen? Ja, sehr schön. Was haben wir denn da drin? Was ist da drin versteckt? Oh. Ein blaues Auge. Sehr wichtig anscheinend. Oh, ist hier noch irgendwas drumherum? Oh ja. Tollmunition und ein nochmal ein kleines Fragment. Die Viecher haben es gerade probiert zu bewachen, aber es hat nicht gereicht, um uns aufzuhalten. Dann noch? Aber da müsste doch noch der Deutsch dann irgendwo sein, oder? Wenn ist da nicht hier drin noch? Weiter ist da nicht irgendwas noch? Items? Nein. Schatzkarte? Ja. Im Sarg dieser Adligen ruht ein unschätzbarer, wertvolles Erbstück, aber er lässt sich nur durch einen Trick öffnen. Irgendwas wegen dem Weg erhellen, okay? Wo ist denn das Auge? Kombinieren. Hobbyarchäologe, okay. Was heißt das jetzt? Nichts weiter. Ring mit blauem Auge, ein Silberring mit einem blauen Auge. Okay, aber hier ist nichts weiter. Jetzt haben wir nur den Schatz entdeckt, aber nichts weiter Interessantes. So, den Schatz haben wir jetzt mit einem doofen Zufall gefunden. Sind wir hier in der Küche wieder raus? Okay. Oh Mann. Ist die Alte hier unten irgendwo? Da hinten ist sie. Gibt's denn nicht irgendwo noch so einen Fake? Oh, da unten ist sie. Meint ihr, die sieht uns hier unten? Bin ich mal gespannt.
Also sie ist gerade oben? Kann die zaubern? Ich Idiot. Soll ich jetzt sagen, warum ich ein Idiot bin? Die Jagdtrophäe, die hätten wir einfach einsetzen können. The entire bloodline of House Domitresk is done in Welcome. By the likes Welcome. Of you. You're sure to find Dankeschön, Dickerchen. Ich muss mal kurz vor der Alten abhauen. Dankeschön für den, lieben Empfang. Ja, wir können ja mal gucken, was er... hat er irgendwas Spezielles? Nö, hat er nicht. Was will er denn für den Ring haben? Zeig mal. 12.000 Piepen nur. Da, ein bisschen enttäuschend. Oh, ja, das Gewehr können wir... Ja, bitte. Ja, das können wir auch noch machen. So, die Schrofinde haben wir jetzt aufgewertet. Have a wonderful adventure. Dankeschön, mein Lieber. Wow. Ich bin so ein Doofkopf. Wir hätten da. Wo war denn das jetzt? Nein, jetzt habe ich das verkackt. Warte mal, hier sind wir runtergefallen. Das ist die Terrasse-Speicherpunkt. Wollen wir gar nicht. In die Halle der Verzückung müssen wir. Genau, wir müssen nach oben und dann in die Halle der Verzückung. Alles klar. Wollen wir von hier nicht auch irgendwie da rein? In die Halle der Verzückung von hier aus? Joa. Laufen wir einfach hier lang. Die war ja vorhin auch schon hier. Da oben ist sie. Ich bin so... Und dann hätten wir es einfach einsetzen können, dann wären wir abgehauen. Läuft doch genau da lang, wo wir hin müssen. Miststück. Da verstecken wir uns erstmal hier drin. Und warten wir, bis die ihre Runde... Kann man hier kein GPS am Arsch schießen, dass die dann einfach, wo man weiß, wo die ist? Wäre mal ganz nett. In der Nähe, das haben wir ein bisschen lauter. Oh. Mann. Lass mich in Ruhe, Dicke, ja? Danke. Oh, wie machen wir das am besten? Habt ihr es mitbekommen?
kommen wir denn jetzt einfach in die, wie kommen wir denn dahin am besten? Wir kommen nur über das. Ja, in die Verzückung kommen wir nur so rein. Wir müssen da jetzt irgendwie durch, aber ich weiß nicht, wie wir jetzt an die vorbeikommen. Aber brauchen wir gar nicht, das hier. Die kommt uns besuchen. Hallo. Muss ja richtig sauer sein auf uns. Oh, die läuft sogar oben lang. Die ist ja echt clever. Whoa. Renn um dein Leben. Das war, was wir alles die ganze Zeit geplant haben. Wir haben sie ausgetrickst. Rennen. Darf uns nicht bekommen. Sehr schön, wie sie uns eigentlich mal schön nach draußen gefolgt ist. Okay. Nein! Wieso kann ich die Jagdtrophäe nicht benutzen? Warte mal. Ja. Ah, sehen Sie. Hatte ich doch recht gehabt. Dann kann man jetzt nämlich den T-Schädel rein. Okay. I should be able to get out with these. Können wir nicht einfach jetzt hier rüber wieder gehen? Nee, ging nicht, ne? Ne, wir mussten ja hier raus. Jetzt haben wir hier eine Schublade. Oh Gott. Und raus hier. Hopp, 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 hopp. Mach auf! Juhu! Wir sind raus aus diesem Schloss. Oh, ein Kraut, sehr schön. Haben wir hier einen Sarg nochmal, einen neuen Sarg? Da ist er. Der besagte Deutsch. Wow. Oh, nice. Sie hat so verwundet, dass sie einfach mal... Nein, der Deutsche ist weg. Aber hat das gereicht, um sie zu verletzen? Scheint so. Warum wird sie größer? Warum? Wegen ein... Bitte, was? Oh Gott. Ich kann auch gerade nichts machen. Looks like your outside matches your inside now. Son of a bitch. Nimm das. Oh, sehr schön. You'll die a painful death. Na dann, sie will uns leiden sehen. Bin ich voll bei dir. Ich habe mich schon gewundert, warum wir keine Dings bekommen. Rifle-Munition. Ja, bitte. Und 15 Kaliber. Das Vieh ist so groß, die können wir gar nicht empfehlen. Wo ist sie denn? Ich höre sie nur, aber ich weiß nicht, wo sie ist.
Lady Dimitrescu mutiert so krass nach einem Messerstich. Hättest du mir einfach nicht gestochen. Alles klar. Oh Mann. Okay. Oh. Ist das überhaupt was? Oh Mann. Okay, wir müssen sie treffen. Hat das niemals gereicht. Boah. Einmal hier rein. Wir verstecken uns mal hier drin. Wo ist er denn? Uah. Ist hier doch irgendwas? Nein. Ja, das kann sein. Dass ich alles von dir zerstört habe. Oh Gott. Sehr schön. Wir müssen mal kurz normale Munition nachstellen. Genau. Sehr schön. Herstellen meine ich, nicht nachstellen. Na, wo ist sie hingeflogen? Oh Gott. War fies. Wo ist sie? Heilen? Okay, hier kriegt sie uns. Das ist schlecht. Ach, den einen Turm hat sie schon vermeiden. Ich habe sie eigentlich mal getroffen. Mann, wo ist denn die? Oh. Bist du dir sicher? Dieser Fehler eines Mannes hat dir dein Leben zur Hölle gemacht, Mädel. So, okay. Nein. Oh. Habe ich jetzt, damit hab ich jetzt überhaupt null gerechnet? Ich kann gar nichts machen. Oh Mann. Hoch. Nach oben, wir müssen einfach, wir haben keine andere Wahl. Blindenmunition, sehr schön. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich gucke jetzt hier unten, müsste auch gehen. Oh Mann. Volltreffer. Oh, nice. Winters.
Wir sind weich auf sie gelandet, hoffe ich, oder? Und sie ist tot. Ja. Geschafft. Ja. Oh. You're the one who's cursed. Okay, alle wollen unser Baby haben. Chris, Dee, wo ist eigentlich Chris? Was haben wir hier Schickes? Okay. Looks like I'm getting out of this place. Dreckiges Glasgefäß. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind hier raus. Aber Rose ist nicht im Schloss. Haben wir hier Schickes drin? Ein Speicherraum. Sehr gut. Ist doch mal ein schönes Zeichen zu sagen, dass wir aufhören für heute. Würde ich so sagen. Wir gucken mal alles an. Das Schloss ist durch auf jeden Fall. Gab es noch seine einzelnen Verstecke, aber konnte ich jetzt nicht entdecken. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bringen Sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen und runter ins Dorf. Alles klärchen. Einmal Speicherchen. Sehr gut. Ja, wir haben jetzt gespeichert. Und, warte kurz. Ja, wir haben Lady Dimitrescu endlich besiegt. Die hat mich jetzt in den letzten Folgen so schikaniert, die Frau mit ihren Verfolgen. Und das war wirklich echt scheiße. Aber jetzt haben wir es hinter uns. Hallo Julia. Wir hätten sie nur nicht mit dem Messer stechen sollen. Da wurde sie ja groß oder ist da mutiert. Voll heftig. Aha, aber gut. So ist das Spiel. So ist Resident Evil. Die Monster mutieren irgendwie alle. Bis ins Unendliche. Ja, so, das war mein Schlusswort. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Willkommen in der Endcard. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach ein Like da. Ansonsten, wenn dir der Kanal auch gefällt, ein kostenloses Abo dalassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.